Hallo Leute, ich habe heute einen Tag für euch und zwar ist das der Winterlicious Tag. Ich habe den jetzt eigentlich erst einmal gesehen, aber der hat mir total gut gefallen und deshalb will ich den heute für euch machen. Ich muss gerade die Fragen suchen, Moment. Ich habe nämlich ein Bild davon gemacht. Ja, also ich lese die Fragen, ich gucke, dass ich die irgendwie übersetze, weil die stehen da alle auf Englisch. Die erste Frage, was ist dein Winter, dein liebster Winternagellack? Und da habe ich im Moment zwei Stück, also eine Kombination. Und zwar trage ich zuerst den Nagellack hier, der ist von Essie. Das ist die Farbe Marshmallow. Und zwar ist es einfach so ein weißer Nagellack, der aber nicht so extrem deckt, sondern einfach so milchig ist. Wisst ihr, was ich meine? Ich habe das auch heute drauf, aber meine Nägel sind... Also ich habe ja Acrylnägel und die sind sowas von rausgewachsen. Und deshalb zeige ich euch das jetzt nicht. Aber ich kann gucken, dass ich vielleicht irgendwie ein Bild mache. Weil in der Kamera kommt es sowieso nicht rüber. Weil ich habe nämlich den hier drüber. Das ist von Essence. So ein Special Effect Topper in der Farbe Night in Vegas. Und der war ja mal total gehypt hier auf YouTube und da habe ich mir den auch geholt. Und alle sagten immer, der würde am besten aussehen auf dunklem Nagellack. Aber wie gesagt, ich habe jetzt das hier mal ausprobiert und mir gefällt das total gut, weil das so total weihnachtlich ist irgendwie, weil das so, es erinnert so ein bisschen an Schnee und so, keine Ahnung. Also das gefällt mir wirklich sehr gut, die zwei zusammen. Die nächste Frage ist, was ist dein liebstes Winterlippenprodukt? Ich wusste jetzt nicht, ob damit gemeint ist Lippenpflege oder Lippenstift. Also habe ich jetzt mal beides hier. Das eine ist die beste Lippenpflege, die es gibt, wirklich. Die heißt Yuma, die gibt es in der Apotheke. Ich weiß nicht, ob es die überall gibt. Keine Ahnung. Weil die wurde irgendwie bei uns, wo ich wohne, da wurde die hergestellt. Und ich weiß nicht, ob es die überall gibt oder nur bei uns. Auf jeden Fall heißt die Yuma, die sieht so aus. Von innen ganz normale Creme halt. Die riecht jetzt nicht so gut. Ganz ehrlich, wirklich so gut riecht die nicht. Aber wenn ihr die abends schön auf eure Lippen macht und dann sind die am nächsten Morgen so, keine Ahnung, wieder so gut. Also wenn ich meine Lippe zum Beispiel ein bisschen eingerissen habe oder so und das über Nacht drauf mache, dann ist es am nächsten Tag weg. Also ich kenne kein besseres Lippenprodukt wie das hier. Und vor allem jetzt im Winter sind meine Lippen sowieso immer sowas von im Eimer, also hier, ne? Und Lieblingslippenstift ist bei mir absolut roter Lippenstift im Winter, also so in der Weihnachtszeit. Ich liebe, 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 liebe roten Lippenstift in der Weihnachtszeit. Ich finde es so toll. Und da habe ich jetzt den hier ausgesucht, weil das ein ziemlich dunkler ist. Den habe ich euch aber schon öfters gezeigt. Das ist von Rival de Loop, die Farbe 36. So sieht er aus. Das ist so ein dunkles Rot. Also so dunkel ist der jetzt auch nicht. Der ist relativ matt. Und der Kamera kommt der jetzt ziemlich hell rüber, ne? Keine Ahnung. Der ist ziemlich matt und den finde ich toll. Okay, jetzt habe ich es auf den Punkt gebracht. Oh, sorry, ich bin heute total verpeilt irgendwie. Tut mir leid. Ah, wegen dem Licht. Es kann sein, dass das Licht ziemlich schlecht ist, weil draußen ist es zwar... Also es ist erst 2 Uhr oder so, aber ja, 13.58 Uhr ist es jetzt und es ist aber draußen so dunkel und es regnet und keine Ahnung, ich habe jetzt hier ein Licht angemacht, aber wahrscheinlich bringt es nichts. Die nächste Farbe, nächste Frage, ein Kleidungsstück, das ich am meisten trage. Das ist im Moment ein Pullover, ich liebe den. Und zwar sieht der so aus. Das ist ein Pullover von, wo war der? 10A. Ich war dabei mit meiner Mutter. Und den gab es aber nur noch in L. Also das ist L. Aber ich habe gedacht, im Winter so ein riesen Pulli ist eigentlich super praktisch. Und zwar ist der hier hinten, ist der ein bisschen länger, wenn ihr das sehen könnt. Und der ist eben so weiß und grau und der ist so weich und... Und keine Ahnung, also bei vielen Stricksachen, das juckt ja immer so an der Haut und so, aber der überhaupt nicht. Der ist so weich und der ist einfach perfekt. Ja, den könnte ich am liebsten jeden Tag tragen. Also ich liebe diesen
Pullover. Nächste Frage. Mein meistgetragenes Accessoire. Im Winter ist es bei mir so, dass ich ein absoluter Schalfreak bin. Also ich liebe Schals in allen Farben und Formen. Also da hinten sind meine Schals, wenn ihr die euch interessiert. Und ich habe euch jetzt einen ausgesucht, den hat meine Mutter gemacht. Und das ist der wärmste Schal, den ich je hatte. Guckt euch das mal bitte an, wie lang der ist. Seht ihr das? Der ist so lang und wenn ihr den anzieht, den muss ich irgendwie 10-mal um meinen Hals wickeln. Und der ist so dick dann und oh, sieht zwar komisch aus, aber der hält so warm. Ich zeige euch mal die Farbe. So sieht es aus. Und ja. Also das habe ich jetzt nur ein Beispiel. Also ich liebe eigentlich alle Arten von Schals im Winter. Egal welche Farbe und welcher Stoff. Und ne? Jetzt ist meine ganze Hose dreckig von dem Schal. Also was heißt dreckig? So fusseln, ne? Oh, ich schweife immer ein bisschen ab. Sorry. Nächste Frage. Mein liebster Duft, liebste Kerze. Meine liebste Kerze ist, also das ist ja keine Kerze, das ist ja ein Tart von Yankee Candle. Das ist Christmas Cookie heißt der. Und das riecht so gut. Ich kann euch nicht erklären, nach was. Ich habe es auch in meinem Favoritenvideo, glaube ich. Keine Ahnung, irgendwo habe ich den schon mal erwähnt. Und der riecht, oh, ich finde den so genial. Der riecht einfach nach so Vanille und, also nach Vanille, aber so ein bisschen nach Weihnachten. Aber nicht zu viel. Also ich mag zum Beispiel diese Zimt, Duftkerzen nicht, weil die mir immer zu viel nach Zimt riechen. Aber das hier ist perfekt. Also ich liebe das. Und generell Weihnachtsgerüche, also Wintergerüche, meine liebste, keine Ahnung, wenn ihr so über den Weihnachtsmarkt irgendwie geht, kennt ihr das und es riecht einfach nach allem, nach allen möglichen Gerüchen, die es im Winter gibt und das liebe ich. Das liebe ich am Weihnachtsmarkt, die Gerüche. Mein liebstes Wintergetränk. Das ist ganz einfach, weil das eigentlich immer mein liebstes Getränk ist und zwar ist das Kaffee. Ich liebe Kaffee so, ich könnte den ganzen Tag Kaffee trinken und im Winter trinke ich am liebsten Milchkaffee. Aber das wird sich bald wahrscheinlich ändern. Aber generell Kaffee. Mein allerliebster Weihnachtsfilm. Ich habe keinen Lieblingsweihnachtsfilm. Ich liebe generell alle Weihnachtsfilme. Also so diese amerikanischen Weihnachtsfilme, wo dann immer diese tolle Musik ist. Ich liebe, das ist auch die nächste Frage, mein liebster Weihnachtssong. Ich liebe diese Musik in den amerikanischen Weihnachtsfilmen. Keine Ahnung, ob ihr wisst, was ich meine. Ich weiß auch nicht, wie die heißen. Aber so diese alten Lieder, wisst ihr, was ich meine? Keine Ahnung, ich kann es nicht erklären. Aber ich habe eigentlich keinen liebsten Weihnachtsfilm und auch kein liebstes Weihnachtslied. Das war dann Frage 7 und 8. Jetzt Frage 9. Mein liebstes Weihnachtsessen. Oh je, Moment. Weihnachts? Ja. Keine Ahnung. Ich esse eigentlich Plätzchen, ne? Ich meine, das ist ja ganz normal, oder? Also Plätzchen geht immer. Wir haben auch jetzt die Woche wieder gebacken und die sind fast wieder leer. Also Plätzchen. Egal welche Art von Plätzchen. Was ist meine Lieblingsweihnachtsdekoration dieses Jahr? Ich liebe, Moment, sorry. Ich liebe im Moment alles so Lichterketten und Kerzen, aber alles nur so diese weißen Lichter. Ich hasse bunte Weihnachtslichter, also so Sachen, die blinken und bunte Lichterketten und so mag ich überhaupt nicht. Ich mag aber, wenn, ich habe zum Beispiel, das könnt ihr nicht sehen, aber hier neben ist mein Bett. Und da hinten habe ich auch so Lichterketten drumherum gewickelt, aber das habe ich das ganze Jahr über. Und ich liebe das einfach, oder wenn so Kerzen an sind und so. Also bei mir ist die Weihnachtsdekoration immer ziemlich schlicht.
So mit Lichtern und so, also keine so extrem auffälligen Sachen. Was steht ganz oben auf deiner Weihnachtsliste? Wunschzettel, keine Ahnung. Ich habe eigentlich am Anfang gedacht, ich wünsche mir nichts. So Geld und so, wie immer. Aber ich bin im Moment auf so einem Trip. Ich habe, dazu kommt noch mein eigenes Video. Ich wünsche mir nämlich das Buch von Attila Hildmann, Vegan for Fit. Habt ihr bestimmt schon gehört. Wenn nicht, verlinke ich euch mal ein Video von der Tine, ehemalige Netmom-Freundin. Jetzt heißt sie Christine Waleska, glaube ich. Ich verlinke euch ihr Video darüber mal in die Infobox. Und ja, ich habe nämlich vor, ab Januar die Vegan for Fit Challenge zu machen. Aber dazu kommt noch mein eigenes Video dann, wenn es losgeht. Das verspreche ich euch. Also ja, das ist, darüber freue ich mich total. Ja, weil ich weiß, dass ich das bekomme zu Weihnachten von meiner Oma. ja. Was sind deine Pläne für die Ferien dieses Jahr? Ganz ehrlich, ich habe eigentlich gar keine Pläne. Ich freue mich einfach auf Weihnachten, auf das ganze Weihnachtsfeeling. Ich liebe das total. Und dann ist ja noch Silvester und was weiß ich. Und ich hoffe einfach, dass dieses Jahr gut endet und das nächste Jahr gut anfängt. Das wünsche ich mir eigentlich am meisten. Jetzt habe ich die Fragen weggemacht. Ja, das wünsche ich mir eigentlich am meisten. Weil, keine, also, das wünsche ich mir am meisten. Darauf freue ich mich am meisten. Und mehr habe ich auch eigentlich nicht vor jetzt in Ferien. Weil, wenn es so kalt ist, da bleibe ich immer lieber zu Hause. Weil ich absolut kein Wintermensch bin eigentlich. Ey, wo ist das Bild? Verdammt, ich habe es verloren. Hier ist es. Aber, das war auch schon die letzte Frage. Ich hoffe, es gefällt euch. Wenn ihr Interesse habt, den Tag auch zu machen, könnt ihr mir entweder eine Videoantwort machen oder ihr könnt mir das in die Kommentare schreiben, wenn ihr wollt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal.